So, und willkommen zurück zu American Truck Simulator. So. Auch ATS genannt. Level 1. Puh. Ich spüre schon richtig diese Power in mir. Level 1, Digga. Level 1. Da muss ich mal auf die Zunge zergehen lassen. So, ja, für Scheiß. World of Trucks, keine Ahnung. Wie ich herausgefunden habe, ich dachte immer, dieses World of Truck ist einfach irgend so eine externe Webseite, die so ein bisschen Gedingsgedöns macht, aber nee, World of Trucks gehört wohl tatsächlich direkt mit zur SCS-Software. Also ist wohl direkt von denen. Oder wird zumindest offiziell von denen halt auch unterstützt, oder keine Ahnung, was da läuft. Wer nutzt heutzutage noch Facebook? Das macht das Spiel direkt unsympathisch. So, genau. Ah ja, wir müssen uns erstmal wieder einen neuen Auftrag hier suchen. So. Wir sind Transformatoren. Ist aber eine ganz schön schwere Fracht. Ich meine, können wir trotzdem mal machen, ne? Keine Frage. Ich würde aber gerne mal ein bisschen weiter. Mal gucken, was es hier so gibt. Wir können ja auch hier ab hier und ab hier fahren. Ich fahre mal hier so und guck mal, was es hier so gibt. Ja, ich persönlich würde schon gerne den hier nehmen, weil der sieht halt schöner aus. Ich schätze mal, nehmen wir auch. Boah. Wieder ein Petabyte und das hier ist ein International. Okay, dann kennen wir es. Warum sieht es eigentlich alles hier so unscharf aus? Ich habe doch 4K, oder? Grafik. Genau, 4K und Skalierung 100%. Ist ja verrückt. Texturqualität ist auch auf hoch. Genau. Verstehe ich nicht. Hey, so sieht es ja auch relativ gut alles aus. Aber manche Sachen sehen so total low-bob-mäßig aus. Hier zum Beispiel die Bilder oder auch hier, warte mal, wo war es jetzt so? Das Logo zum Beispiel da oben, das sieht auch so schlecht aus. Wir sollten da echt mal ein paar hochauflösendere Bilder oder Icons einfügen. Naja, gut, wir nehmen einfach mal das Ding hier. Ah, ne, der geht jetzt zurück zu uns. Dann nehmen wir mal doch diesen moderneren International. Gibt es auch direkt ein bisschen mehr Geld. Las Vegas nach Tonopah. 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 Opai. Ja, nee, Ort kenne ich nicht, sagt mir nichts. Aber gut, muss auch nicht alles kennen. Okay. Wir müssen nach hinten fahren. Da ist ein Haus. Da können wir raus und da sehe ich gar nichts. Da ist ein Auto. Zerkratz ja nicht den Lack, mein Freund. Sonst klatscht es. So. Motor ist gestartet. Hier haben wir sehr wenig Instrumente. Ja, so ein modernerer LKW, der hat halt nicht mehr so viel. Ich meine, der kann ja auch vieles hier im Display anzeigen. Von daher macht es da schon Sinn. Ach, guck mal, der hat ein Universal. Also ein International Geschwindigkeitsziffernblatt-Gedingsgedöns, ja, mit MPH und kmh. Nice. Ja, und da sieht man auch schon, 65 Meilen pro Stunde sind etwas mehr als 100 km/h. Wie gesagt, ist so 104 oder 105 oder irgendwie sowas in der Größenordnung. So, dann fahren wir mal direkt los. Oh, der klingt auch schon nicht mehr so geil wie die alten klassischen, aber gut. Ja, kommen wir hier rum. Locker. No problemo. So. Dann müssen wir nach links. Was ist das denn für ein Blinker-Sound? Volvo. Ja, leider sehen die amerikanischen Trucks von Volvo jetzt nicht so schick aus, muss man auch dazu sagen. Also, die europäischen Trucks von Volvo sind definitiv sehr, sehr geil. Aber einen amerikanischen Truck von denen würde ich mir nie holen. Die sehen alle ein bisschen komisch aus. Ich meine, Leistungsdaten kenne ich jetzt von denen nicht. Aber wie gesagt, allein von der Optik her sagen die mir halt schon gar nichts zu. Also von daher sind mir denn die technischen Daten auch relativ egal. Denn wie wir alle wissen, das Auge fährt mit.
oder so ähnlich. So, wir dürfen nur 30 fahren, by the way. Vor allem ist es auch immer witzig, weißt du, bei uns ist so... Oh, schaffen wir noch. Wie gesagt, Rechtsabbiegen dürfen wir sowieso immer. Vergesse ich nur ab und zu. Ich als europäisches Landei. Wie gesagt, was bei Amerika so witzig ist, ich meine, in Deutschland ist es ja so, man darf immer 30 fahren oder 50 oder halt auf einer Autobahn 70 oder 90. Also gut, die vordere Zahl ist von einer ungerade Zahl, aber ansonsten ist es halt eine insgesamt eine 10er-Zahl, ne? Also ne, 10, 20, 30, das ist eine saubere Zahl. Und in Ami-Land ist es aber so, dass man halt immer diese 5er-Zahlen hat. Ja, man darf entweder 35 Mal per Hour fahren. Oder auf einer Autobahn 55 oder 65. Sehr, sehr seltsames Gedingsgedöns. So. Wow. Ja, ich war irgendwo auf der falschen Spur, ne? Ich war komplett auf der falschen Spur. Naja, kann ja mal passieren. Ich bin noch Fahranfänger hier. Ich darf das. Digga, dieser Blinker-Sound ist ja sowas von hässlich. Wer macht denn sowas? Hä? Ich muss mal nachher mal in die Videodatei gucken, aber ist das Flugzeug da gerade einfach umgedreht? Like, what the fuck? Das kam doch erst von rechts, oder? Das Flugzeug da? Ja, und die Autobahnen in Amerika sind übrigens auch sehr geil. Also hier so Autobahnkreuze. Weißt du, wir kennen die ja alle so schön flach, so im weitestgehend in einer Ebene. Vielleicht mal die Autobahn kreuzen, eine Ebene drüber. Ja, und in Amerika ist das wirklich komplett Sandwich-Style. Da hast du halt teilweise bei großen Kreuzungen 4 Lagen. Die sind sowas von Weltwunder, deren Autobahnkreuzungen. Das ist schon krass teilweise. So, wir dürfen 75 fahren. Sehr gut. Ja, noch nur eine gerade Zahl. 65, 75. Ja, das siehst du ja auch hier beim Tacho selber, ne? Dass da die ganzen 5er-Potenzen angezeigt werden. Nicht 5er-Potenzen, also die Zahl, die auf 5 enden. Sehr, sehr interessant. Hier mit 70 lang fahren, seid ihr bescheuert? Aber ja, ab jetzt nur 35. Na klaro. Alter, das ist eine Kunst. Von guckt euch diese Kreuzungssysteme hier an. Das ist krank. Einfach nur krank. Die brauchen alle einen Arzt. Hier dürfen wir 70 fahren. Okay. Also 120 km/h. Laut dem Tacho. Achso, ein schöner Indikator, wo man sich ungefähr auf der Autobahn, auf der Spur befindet, ist, ich persönlich versuche immer so zu fahren, dass die Mitte meiner linken Motorhaubenhälfte, ist ja ungefähr das hier, ja, in der Mitte von der Fahrspur ist. Dann befindet man sich auch mit dem LKW ungefähr in der Mitte von der Fahrspur. Da sieht man schon, wir haben links ungefähr genauso viel Platz wie rechts. Also das ist immer ein schöner Indikator. Für die, die mit den Dimensionen noch nicht ganz so um können. So, warum von dir nur Schneckentempo? Habe ich freie Straße? Ja, sehr schön. Dann wollen wir mal hier. What a Disaster. Ach, jetzt beschleunigt der. Junge, beschleunige doch nicht. Ich bin doch schon am Beschleunigen. Lass mich rein. Ah, siehst du, das ist ein Volvo.
240 zu 265. So, so kann man bleiben. Ah, jetzt bremse ich schon wieder. Okay. Kann ich da vorbei? Ah, jetzt kühlt schon wieder bergauf. Ah, Straße frei. Sehr geil. Die wollen wir mal hier. Schnell. Warum müssen wir jetzt auch überholen? Schneller werden. Das ist so unfair. Ich brauche mehr Power. Ah, ist ja auch eine sehr schöne Gegend mit diesen ganz weiten Sandstrichen, Sandstränden. Oh, bitte kommt jetzt von links, von vorne kein Auto. Doch, da kommt ein Auto. Scheiße, die Wand dann. Oh, fuck, muss ich wieder bremsen. Da kommt noch ein Auto, muss ich jetzt nochmal bremsen. Okay, schade. Eigentlich wollte ich überholen. Dann wird da wohl nichts draus. Solange wie der LKW zum Beschleunigen braucht. Das ist ja ein Trauerspiel, du. Boah, die fliegt einfach Düsenjet lang. Hier vorne geben auch schon alle einen schönen Gas, ne? Oh, wir sind da schon über die 70. Upsili. Na, kann ich überholen? Bitte, bitte, bitte lass von Auto, von vorne kein Auto kommen. Das wäre mal interessant. Was? Ich muss hier abbiegen? Scheiß die Wand an. Ein Glück habe ich Trommelbremseln. Trommelbremseln. Klaro. Trommelbremsen meine ich doch. Erstmal schön krampfhaft alle überholen, damit ich den Dach direkt abbiegen kann. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Aber bei dem LKW sieht man auch ganz schön den Turbolader. Ganz rechts unten die Anzeige. Ist nämlich der Turbolader. Finde ich auch immer so witzig, ne? Bei Autos, ne? Alle geben so mit ihrem Kack-Turbolader an. Guck mal, ey, ich habe einen doppelten Turbolader. Ja, und bei LKWs ist es einfach Standard. Da haben einfach alle LKWs einen Turbolader. Und ein paar mehr PS. Unter anderem durch den Turbolader natürlich, klar. Aber naja. Die spielen halt alle nicht in meiner Liga, weißt du? Geh mit ihren Kack 400 PS Fahrzeugen an. Ja, und dann komme ich hier mit meinem 500 PS Fahrzeug und habe einen eigenen Schaffner. Nennt sich BVG Bus. Wieso war ich jetzt gerade eigentlich andauernd zu schnell? Der darf ja schon 70 Mal pro Stunde fahren und selbst die muss ich auch noch übertrumpfen hier. So, so bleiben wir jetzt. Oh, denn da haben es gerade ein paar Bäume geflogenerweise gefliegt. Die fahren hier natürlich langsamer. Ganz klasse Kino hier. Leute, wir dürfen 70 fahren, nicht 7. Zwischen denen natürlich kaum Abstand. Wenn jetzt ein Auto kommt, bin ich ein bisschen gefickt.
Ich sehe es ein bisschen mehr von der Straße. Gegenverkehr kommt keiner. Aber jetzt davon, dass es wieder bergauf geht. Schüssel die Wand an. Ach, ich bleibe einfach hinter ihm. Alle ist mir zu gefährlich. Alter, wie lange sind die halt hier rumtuckern? Was ist denn mit denen los? So eine weite Strecke und die fahren hier gerade mal Steckennepo. Das ist nicht nett. Ja. Die fahren gerade mit 55. Und bremsen auch noch. Was sind das für Schweine? Leider ist mein LKW zu schwach zum Überholen. Bis ich auf Tempo komme, gibt es garantiert Gegenverkehr. Vor allem, weil man zwar die Strecke sehr weit überblicken kann, aber die Autos spawnen viel weiter vorne. Das ist halt das Problem mit Computerspielen. Oh, diese Sonne. Guckt euch diese Sonne an. Well. Hier haben wir wieder diese Betonstraßen. Und die sind halt natürlich, die reflektieren die Sonne halt richtig gut. Und da hast du dann halt auch kaum Spaß, wenn die Sonne von vorne kommt. Guck mal, wie viele rote Lampen der da hat. Und nur eine einzige blinkt. Das ist doch bescheuert. Ah, davon ist das viel. Sehr geil. Guckt euch hinten die Berge an. Schöne Landschaft, schöne Wolken vor allen Dingen. Get ready to turn left. Oh, jetzt Lichter machen hier. Für die letzten 3 Meter. Und das ist unser Ziel. Here we are. Safe and sound. So. Sehr nice. Gut, dann gucken wir mal. Ausgezeichnet. Und geil. Machen wir hochwertige Fracht. Zerbrechliche Fracht. Oder nee, komm, wir machen hier noch mal ein bisschen längere Strecken. Erstmal ein bisschen längere Strecken, damit wir dann bei den nächsten Strecken mehr XP bekommen. Ne? Wir haben wieder 2 E-Mails. Selbstständige Frage. So viel an einer berufliche, sind Sie an einer beruflichen Veränderung interessiert? Für eine große Anzahl Arbeitslebern suchen wir 4 Fahrer mit einem eigenen LKW. Bitten wir zeugende Fracht von $890. $8,100 pro Auftrag. Ah, nice. Hallo Chef, ich habe da was für Sie. Ah. Aber wieso Hallo Chef? Ich habe doch noch gar keine Angestellten. Ja, jetzt können wir Spezialtransporte machen. Krass. Taxistoffe brauchen für die erst noch so ein bisschen extra, also XP. Aber eben, das sind ja, die Spezialtransporte sind ja die, die hier diesen Banner hier dran haben. Die kommen jetzt, genau. Ha, können wir eigentlich direkt mal sowas machen, ne?
Ich meine, wenn sie schon angeboten wären. Da unten Arizona. Haben wir hier. Oh, nee, die sind alle da unten. Okay, schade eigentlich. Was haben wir denn jetzt von hier? Aber nur zwei normale Fahrten, die relativ wenig bringen, oder? Warte mal kurz, 25 pro Meile und hier haben wir 31 pro Meile. Ich würde aber trotzdem gerne hier die Strecke noch weiter, ne, damit wir mal ein bisschen, damit wir direkt mal Gebiete haben. Wieso kann ich von hier? Ich dachte, man kann nur von da Missionen annehmen, wo man bereits war. Haben die das geändert? Vor allem ist auch hier so ausgegraut. Guck mal, die sind hier wesentlich heller als die da oben. Aber mir werden trotzdem Aufträge angeboten. What the fuck? Vor allem auch für 31.000. Das wird mir hier nicht angeboten. Muss ich das verstehen? Auftrag annehmen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wieso geht das? Ging das schon immer und ich habe es nur nie mitbekommen. Vor allem, wie gesagt, wir haben hier $36 pro Meile. Warum werden sie denn hier nicht angeboten? Weil hier haben wir gerade nur 29 pro Meile. Müsste also auf jeden Fall da drüber kommen. Was passiert jetzt, wenn ich das Ding einfach mal annehme? Ja, macht er. Ist das ein Bug? Muss das so sein? Soll das so sein? Ah, welcome to Seattle. Interessant. Okay, here we go. Hier gibt's Züge. Von welcher Richtung kommt denn der? Also da sehe ich zumindest einen Zug, aber der fährt glaube ich weg. Ah, der fährt weg. Schade. Na gut. Ja, welcome to Seattle. Leider haben wir hier keinen Führer, kein Navi. Das heißt, wir werden hier unser Navi aktivieren müssen. Aber da muss ich dann nochmal bei ETS mal gucken, ob das da überhaupt ging. Beenden. Na gut, ich starte mal ganz kurz hier ETS. Auch wenn wir hier leider schon fast alles Absturz festgestellt. Wow. Als ob. Auch wenn wir hier eigentlich schon fast alles erforscht haben, von daher weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt noch Gebiete haben, wo wir das mal probieren könnten. Aber interessieren tut es mich halt doch schon hart. So, wir haben hier unsere Map. Gibt es hier Gebiete, wo wir noch nicht waren? Hier zum Beispiel waren wir noch gar nicht. Und hier unten waren wir, doch, hier waren wir schon überall. Aber hier so in dem Gebiet, so Great Britain, da waren wir noch nie. Jetzt gucke ich mal ganz kurz bei Schnellaufträge. Genau, hier kann ich nichts markieren. Hier sind alles nur diese kleinen Punkte, wo ich nichts auswählen kann. Und auch hier in Frankreich kann ich nichts auswählen. Ich kann nur die auswählen. Ne, guck mal, hier kann ich auch was auswählen. Aber eben, hier sind wir bereits lang gefahren, ne? Also das ist noch irgendwo normal. Aber hier oben kann ich halt gar nichts auswählen und hier oben kann ich auch nichts auswählen. Und so kenne ich das halt auch, dass bei Gebieten, wo man noch nicht war, hier oben zum Beispiel, dass man da halt nichts auswählen kann. Gut, hier unten kann ich aber auch was auswählen und hier unten waren wir glaube ich auch noch nicht. Oder? Oh, nee, doch, da waren wir. Da haben wir diese eine Stadtrundfahrt gemacht, nach da unten. Nee, aber nicht.
Okay, das heißt, manche Städte kann man wohl doch als Startpunkt wählen. Das ist ja höchst interessant. Also, guck mal, hier waren wir doch. Okay, also hier waren wir wahrscheinlich schon mal. Aber durch das, ne, hier wurde ja nicht direkt die Strecke zurückgesetzt. Wegen dem Versionsupdate. Ach nee, oder wir waren da wirklich noch nicht. Und wir sind hier immer nur mit den Schiffen hingekommen. Das kann natürlich auch sein. Ah, Fragen über Fragen. Fragt man sich da schon, ob man vielleicht ein bisschen behindert ist. Ja, interessant. Cool. Weiß ich nicht. Muss das so sein? Egal, auf jeden Fall machen wir für die Folge erstmal Feierabend. 5 Minuten muss ich jetzt nicht nochmal hier. Von daher würde ich mal sagen, schon mit V.